Henk, schönen guten Tag. Fein, dass Sie heute gekommen sind. Wir haben bei uns zu Gast einen der führenden österreichischen Journalisten. Sie sind Vollblutjournalist, haben beim Kurier begonnen, waren dann beim Falter, sind im November 2005 raus nach Deutschland zurzeit und seit einigen Monaten wieder hier als stellvertretender Chefredakteur des Falter. Sie sind wohl der führende investigative Journalist des Landes, haben vieles aufgedeckt im Bereich Menschenhandel, Missstände im Justiz-Polizeiapparat, im Grenzbereich Medien, Politik, Wirtschaft, Haftbedienungen, Spenden, Spesenaffären von Karl-Heinz Grasser, der hängt Ihr Bild sicher nicht im Wohnzimmer auf. Interessant auch die vertraulichen Akten aus der Weisungsabteilung des Justizministeriums 2009. Justizministerium ideal reagiert, hat ihren Blog dann gesperrt, um so zu verhindern, dass weitere Informationen gibt. War eine sehr würdige Reaktion. Und Sie sind vielfach ausgezeichneter Journalist, unter anderem Journalist des Jahres und, was ich auch sehr besonders finde für einen Mann, nämlich von der Emma 2008 ausgezeichnet worden mit dem Männerpreis für besonders für eine Reportage über Frauenhandel in Deutschland. Herr Klenk, Sie sind nur relativ jung. Was bedeutet denn Journalismus für Sie? Es gibt ja zwei schöne Definitionen. Die einen sagen, Journalismus ist ein grober Entwurf der Geschichte und investigativer Journalismus ist ein grober Entwurf der zu erlassenden Gesetze. Das heißt, Journalismus ist Reform. Es ist der Anfang jeder Reform. Es ist der Beginn, wo eine Gesellschaft darüber nachdenken soll, welches Regelwerk noch funktioniert, welche Systeme noch funktionieren, welche Beamten noch so arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten sollen. Das heißt, es ist eigentlich der Beginn. Der Journalismus, den ich verstehe, ist nicht Aktivismus. Er ist auch nicht parteilicher Journalismus, obwohl er Partei ergreifen kann, sondern es ist Reform. Die guten investigativen Journalisten, die in Wien eine lange Tradition haben, wir brauchen nur von Max Winter bis Viktor Adler und von Emil Kläger bis Egon Erwin Kisch gehen, das waren alles Reformer, das waren Sozialreformer. Der Max Winter hat den Kanaldeckel aufgehoben, irgendwo im 15. Bezirk oder im 14. Bezirk und ist runtergegangen in die Wiener Kanalisation und hat dort die sogenannten Strotter beschrieben, die in der Kanalisation des K&K Wien gelebt und auch gearbeitet haben. Und die Geschichte, und das ist so ein ganz pragmatischer Satz, den er in dieser Reportage beginnt, er sagt, ich beobachtete einen Mann, der einen Kanaldeckel hob, hinunterkletterte in die Kanalisation und mit seinem Rücken diesen Kanaldeckel wieder geschlossen hat. Und ich stellte mir die Frage, wer ist dieser Mann und was macht er eigentlich? Und das ist so die Ausgangspunkt jeder Recherche. Was ist das eigentlich? Was tut der da eigentlich? Und dieses grundsätzliche Fragen, das ist die ureigenste Aufgabe des Journalismus. Das ist schon die Frage auch, die ich Ihnen sofort stellen will. Wann beginnt für Sie die Recherche? Wann werden Sie zum Aktivisten als Reformer? Ganz unterschiedlich. Das sind Beobachtungen. Also nehmen wir her, die vielen Reportagen über Frauenhandel oder über Menschenhandel. Das sind ganz normale Beobachtungen. Wenn ich mir die Anzeigen der Prostituierten in der Kronenzeitung anschaue und mich frage, woher kommen die eigentlich? Wer sind diese Frauen? Wer führt die rum in der Nacht? Wer bewacht sie und beschützt sie und welchen Preis müssen sie dafür bezahlen? Das ist ein Ausgangspunkt. Es kann aber auch ein Zuträger sein, jemand, der sich an einen wendet, der sogenannte Whistleblower, wie man amerikanisch so schön sagt. Also jemand, der sagt, ich habe einen Missstand erlebt und ich möchte den Journalisten mitteilen. Das ist aber, das glaube ich, nimmt die Öffentlichkeit anders wahr, das ist die Ausnahme. In den meisten Fällen sucht sich der Journalist die Geschichte selber. Also es ist sehr selten der Fall, dass mir jemand was aktiv heranträgt. Herr Klenk, ein Medienkonsument liest dann Ihre Geschichte, aber die Frage stellt sich, wie beginnen Sie denn diese Recherche? Wie beginnt der Reformprozess? Das ist ganz unterschiedlich. Das können eigene Beobachtungen sein, dass man etwas aufschnappt, dass man etwas sieht, was einen verstört. Das können Zuträger sein, es kann ein eigenes Thema sein, das man hinterfragt. Also das kann man so konkret nicht sagen, aber ich bringe ein Beispiel, wie die eine der Berichte, die mich am meisten auch persönlich bewegt haben, das war der Tod des Shaibani Wago im Stadtpark, wo an diesem Abend, wo dieser mauritanische Physikstudent verstorben ist,
einen Polizeieinsatz, die einen gesagt haben, das war ein Mord, also ein rassistischer Mord, und die anderen haben gesagt, das war ein Herzversagen. So, man liest das. Man stellt sich die Frage, was ist wirklich passiert? Und dann tut man das, was eigentlich das Einmaleins jedes Journalisten ist, man geht hin. Ich bin hingegangen zu dem Ort und habe mir gedacht, wenn der da im Park eine Stunde lang bei der Polizei, bei dem Polizeieinsatz festgehalten wird, dann muss ja irgendwer was gesehen haben. Und dann bin ich einfach in das Haus vis-à-vis gegangen und habe überall angeläutet und habe gefragt, haben Sie was gesehen? Und einer hat gesagt, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es auch gefilmt. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz banale Technik, nachfragen, hingehen, zuhören. Und das sind so Handwerkstechniken, die die Medien heute zu verlernen scheinen, weil wir können halt sehr schnell sehr viel Information generieren aus dem Netz, aber das Rausgehen, Zuhören, Gespräche führen, das Spazierengehen, das ist zum Beispiel eine Form, wie ich sehr viel Wissen akquiriere, ist, dass ich mit Leuten spazieren gehe. Also wenn ich eine Geschichte über, ich weiß nicht, die Straßenprostitution auf der Felberstraße mache, dann würde ich einen Sozialarbeiter nehmen und sagen, gehen Sie mit mir spazieren, weil ich dann die Möglichkeit habe, mit seinen eigenen Augen dieses Viertel zu entdecken. Also der Spaziergang ist zum Beispiel eine ganz wichtige Recherchequelle. Der Kaffee, ja, mit jemandem einen Kaffee trinken zu gehen, ist was anderes, als mit ihm im Büro am Schreibtisch zu sitzen und zu trinken. Er spricht anders, er erzählt andere Dinge. Das heißt nicht, dass man diese Dinge alle eins zu eins verwendet, on the records, sondern man hört dem anderen zu. Das ist eine Grundeigenschaft des Investigierens. Also der investigative Journalismus besteht nicht darin, irgendwo in der Tiefgarage den Koffer mit den geheimen Akten zu bekommen, sondern dem anderen zuzuhören und ihm das Gefühl zu geben, dass man das, was er sagt, versteht. Und ein wichtiger Punkt, der ganz am Anfang steht, ist die Fairness. Wenn ich unfair bin als Journalist, man nennt das den One-Night-Stand-Informanten, also wenn ich den nur sozusagen abgrase und schaue, dass ich seine Informationen kriege und mir ist das eigentlich wurscht, was nachher passiert, dann werde ich keine Leute finden, die mir Dinge anvertrauen. Jetzt spreche ich Sie einen Punkt an, den Medien verlernen. Wir kommen auf den Punkt zurück, nämlich die investigative Recherche. Der andere Punkt ist aber auch, es gibt sich auch Behinderungen in Ihrer Arbeit. Wie entwickelt sich das? Werden Sie behindert, wenn Sie recherchieren im politiknahen oder wirtschaftsnahen Bereich? Die Behinderung, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, die Behinderung ist natürlich auf einer sehr professionellen Ebene angesiedelt. Das heißt, man behindert ja heute nur mehr, wenn man ganz plump ist, den Journalisten, indem man ihn droht oder indem man ihn einschüchtert. Das sind Methoden, die man vielleicht nur in Zentralasien beobachten kann. Die Behinderung ist anders. Die Behinderung erfolgt durch Inserate, durch das Wegkaufen, durch das Einspinnen, durch das Schmiergeld namens Nähe, durch das Einwickeln und Schmeicheln und Einbetten. Das ist die eigentliche Behinderung und die ist ja viel fieder, weil sie ja in einem wohlmeinenden Gewand daherkommt. Also also würde ich heute der Herr Meindl sein, ja, und ich wäre der Berater des Herrn Meindl, dann das Erste, was ich machen würde, ist, dass ich die schlimmsten investigativen Journalisten, die hinter dem Herrn Meindl her sind, einmal ums Kaminfeuer versammle und sage, jetzt machen wir mal eine Geschichte darüber, wie es eigentlich dem Herrn Meindl geht. Ja. Und Sie können also ganz vertraulich auf Records mit dem Herrn Meindl ums Feuer sitzen und immer mal zuhören. Das ist eine ganz lange Geschichte. Wollen Sie das oder sollen wir die Konkurrenz haben? So, und in dem Moment, wo ich den am Feuer am knisternden Sitzen habe, habe ich ihn auch schon ein bisschen gewonnen. Ja. Sie sollten das dem Herrn Meindl weitergeben. Das heißt, die soziale Korruption. Der Ackermann hat so gemacht übrigens. Ackermann hat genau das getan. Und Ackermann hat sozusagen begonnen, sein Herz zu öffnen. Das ist eine Form von Blockierung von Journalisten, die natürlich sehr, sehr gut wirkt. Das heißt, die Anfälligkeit für soziale Wärme, für Nähe, für Wertschätzung ist etwas, was Sie am meisten behindert in Wirklichkeit. Behindert, das ist eine Gefahr, ja, weil es auf der einen Seite ja wichtig ist, dass man Menschen, die am Pranger stehen oder die vielleicht gerade im Schussfeld stehen oder die skandalisiert werden, auch als Menschen wahrnimmt. Ja, der Respekt vor dem Individuum muss auch einem Journalisten heilig sein. Gleichzeitig wird sozusagen dieses Nahekommen, dieses sich Nähern, das ist ja auch Investigieren, sehr schnell zum Filz, zum Verhabern, zum... Wenn es Beißhemmungen provoziert. Wenn es Beißhemmungen provoziert. Ja. Ja. Jemand, der mir ein Kompliment macht, den kann ich schlimmer kritisieren als den anderen. Ich bringe ein Beispiel, der Maischberger,
dieser Lobbyist, der gerade im Verdacht steht, sehr viel Geld kassiert zu haben für nichts, der hat am Anfang sehr offen gesprochen mit mir. Wir haben lange telefoniert, auch in der Nacht oft, ne, und sehr persönlich. Und ich habe mir immer gedacht, hoffentlich erwartet er sich nicht zu viel, dass ich jetzt da sein Verbündeter werde. Ne? Und irgendwann hat es dann aufgehört, ne, komplett. Und dann hat er dann irgendwie eingesehen, dass es nichts nutzt. Aber ich war sozusagen froh, dass er mit mir offen gesprochen hat. Er vielleicht auch. Aber irgendwann hat er gemerkt, er gewinnt mich nicht für seine Sache. Das ist eine klassische Technik, die auch in unserem Beruf angewandt wird. Das, was Sie ansprechen, durch Erzeugung von Nähe, Vertrauen schaffen und damit Beißhemmungen provozieren, ist absolut richtig. Ich kann Ihnen nur bestätigen. Wie entscheiden Sie über die grundsätzliche Richtung eines Artikels? Sie haben zuerst gesagt, Sie hören zu, Sie versuchen zu verstehen. Wann beginnt sich eine Richtung zu entwickeln oder entsteht das durchs Tun? Es entsteht durchs Tun. Ja, also letztlich geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen, die wahr sein soll. Oder eine Theorie der Wahrheit darstellt. Es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie ein von mir sehr bewunderter Journalist, der Ulrich Latourneur, der für die Zeit arbeitet, hat den guten Reporter immer so mit einem Jäger verglichen, aber nicht im Sinn der Jagd, dass man jemanden hetzt, sondern der gesagt hat, man muss sehr viele Rehe vor seinem Hochstand vorbeiziehen sehen, bis man dann endlich den Hirschen hat. Man muss warten auf den Moment, wo man sagt, das ist das, was ich erzählen will. Die Jagdmetapher generell gefällt mir nicht. Also ich sehe mich da eher als Eichhörnchen, das sehr viele Nüsse ins Netz legt. Das ist die eigentliche, ich bin ein Sammler. Wenn Sie in mein Büro kommen würden, würden Sie also Tonnen von Akten sehen. Dann haben Sie die letzten 15 Jahre österreichische Skandalgeschichte archiviert. Und sehr viele Geschichten entstehen ja durch das Analysieren von zugänglicher Information. Mhm. Also die meisten Skandalgeschichten, die wir enthüllen, sind zusammengetragen aus Informationen, die bereits vorhanden sind. Sie können heute spielend leicht in Rechnungshofberichten herumgoogeln, in der Rechtsdatenbank des Bundes herumgoogeln, in Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden und finden dort sehr viel Stoff. Also WikiLeaks hat der Staat selbst schon auf eine gewisse Art und Weise institutionalisiert. Und das ist der Wert des Journalisten, dass er sich diese Dokumente holt und analysiert. Kommt es auch manchmal vor, dass Sie etwas beobachten, dass Sie eine Information bekommen, aber dann nicht drüber schreiben können, aus bestimmten Gründen? Gibt es das? Also es gibt Geschichten, die sind mir zu persönlich. Ja. Also sehr viele Leute, die sich an Zeitungen wenden, haben Erbschaftsverfahren, Scheidungsverfahren, Obsorgeverfahren, Sachwalterverfahren, wo ich mir denke, manchmal steckt dahinter vielleicht wirklich ein Drama, das zu erzählen interessant wird, aber das interessiert mich nicht, weil es keinen öffentlichen Reiz hat. Manchmal gibt es Geschichten, wo man selbst befangen ist. Also es gibt natürlich Personen, die mir auch nahestehen, über die würde ich nicht schreiben, sondern ich würde sie dem Kollegen übergeben. Da muss man sich so ähnlich sehen wie ein Richter, der sagt, ich bin befangen, das soll der andere Senat machen. Und es gibt Geschichten, in denen man sich nicht sicher ist, wo aber die Vorwürfe so schwerwiegend sind, dass nur das Aussprechen eines Verdachts schon zum Zerstören einer Existenz führen würde. Also ich hatte mal den Fall eines Politikers, der einer Vergewaltigung bezichtigt wurde, sehr detailliert und eigentlich sehr präzise, aber das Opfer der Vergewaltigung diesen Sachverhalt bei den Behörden nicht anzeigen wollte. Und ich mir dann gedacht habe, wenn sie nicht bereit ist, es bei den Behörden anzuzeigen, dann bin ich auch nicht bereit, darüber zu schreiben. Auch wenn ich es als eidesstaatliche Erklärung formuliert habe. Das ist etwas, und ich war mir sehr, sehr sicher, dass die Geschichte so, wie sie es erzählt, stimmt. War durch viele Fakten zu erhärten.